Hi, der letzte Vlog liegt ein kleines bisschen zurück, wenn man mal die Gamescom-Vlogs außen vor nimmt, die ja einfach nur schnell und dirty zusammengeschnitten waren. Das ist, glaube ich, mein letzter richtiger Vlog gewesen, als Noah da war. Und das liegt jetzt doch schon Monate zurück, oder? In den letzten Monaten bestand mein Kanal letztlich nur aus Minecraft, 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 Novus, Infinity Skyblock, Feed the Beat Light, Craft Attack 4. Aber Vlogs gab es überhaupt nicht und das hatte auch einen Grund. Ja, ich musste irgendwie meinen Bachelor hier fertig bekommen. Heute ist der erste Tag, wenn man so möchte, als freier Mann. Gestern war meine Abschlussprüfung, aber jetzt haben wir schon 13.21 Uhr. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich so langsam mal ein bisschen gucken, dass ich die Videos für heute vorbereitet bekomme. Also los geht's. So, Aufnahmen fertig. Ja, der erste freie Tag könnte man sagen. Weiß ich nicht, wirklich nach Monaten jetzt. Also dieses ganze Jahr war ja voller letzter Prüfungen für einen Bachelor und jetzt die eigentliche Bachelorarbeit und Vortrag und alles drum und dran. Es ist extrem viel zu kurz gekommen. Ich habe diese Japan-Vlogs immer noch nicht fertig, obwohl ich mir echt x-mal vorgenommen habe, mich darum zu kümmern. Skateboard-Vlogs kamen irgendwie überhaupt auch nicht. Ich glaube, das Wetter ist gut. Ich glaube, wir gehen nachher nochmal kurz raus oder sowas. Ein totales Chaos. Also wirklich so die letzten Wochen habe ich zum ersten Mal wieder angefangen, ein bisschen aufzuarbeiten und mit den Sachen klarzukommen. Das ist total krass. Wir haben jetzt aktuell 14:30 Uhr. Ja, die Videos sind fertig. Gleich ein Upload damit. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt was zum Mittagessen. Mal sehen, was ich da alles dafür da habe. Wahrscheinlich schmeiße ich alles in einen Topf und brate es einmal dann oder so. Und wenn dann das Wetter aber noch so geil ist, dann gehen wir eine Runde skaten. Also, bis gleich. Jo, hier wurden jetzt gerade eben die Videos hochgeladen. Wir haben jetzt gerade 15:30 Uhr und man sieht es auch schon so ein bisschen. Draußen wird es so langsam dunkel, aber es kam seit Monaten kein Skatevlog mehr. Ich packe jetzt schnell meine Sachen zusammen und dann gehen wir noch ganz kurz irgendwo skaten. Ich bin jetzt wieder in meinem Assi-Spot, vielleicht erinnert ihr euch zurück. Hier habe ich auch schon mal gefilmt, nur vielleicht nicht, wenn gerade die Sonne untergeht, deswegen habe ich auch die große Kamera zu Hause gelassen. Ein halbes Jahr bin ich jetzt geskatet, aber man kann echt an ein paar Händen abzählen, wie oft ich wirklich auf dem Skateboard stand. Das ist ziemlich enttäuschend, ich guck einfach mal, was ich noch so kann. Ja, es ist nahezu unmöglich. Also dieser Boden hier ist so unglaublich schlecht. Bei fast jedem Trick bleibe ich einfach hängen. Ich bin seit sicher über einem Monat wegen der Bachelorarbeit, wegen der Endphase jetzt hier nicht mehr auf dem Skateboard gestanden. Ich werde das Jahr wohl tatsächlich so beenden müssen, dass ich zwar wieder angefangen habe und auch wieder viele Sachen neu gelernt habe, sogar Tricks gelernt habe, die ich früher noch nicht konnte, aber jetzt gegen Winter, ich kann es einfach gerade wieder sein lassen. Ich denke, wir sehen erst so im nächsten Frühling, wie es wieder weitergeht, wenn man nicht mehr hier in so einem Scheißspot skaten muss, weil es gerade eben noch geregnet hat. Ja, das war jetzt nicht gerade so der Erfolg, allerdings wundert es mich überhaupt nicht. Ich hatte einfach die letzten Monate unter anderem wegen diesem Ding hier einfach überhaupt keine Zeit, so ist es halt. Ich bin dieses Jahr echt weder zum Training noch zum Skaten, ich bin kaum dazu gekommen. Es war irgendwie, ich wäre immer mehr oder weniger in der Nähe gewesen, aber ich habe wirklich ein Jahr hinter mir. Mit den ganzen Klausuren und mit dem ganzen Stuff, ich bin nur am Rumhetzen gewesen. Also wirklich die letzten zwei Wochen merkt man auch unter anderem an den Videos, drehe ich extrem zurück und mache einfach ein bisschen langsamer, was mir auch mal ziemlich gut tut, muss man sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich nächstes Jahr nochmal richtig mit dem Skaten loslegen. Aber ehrlich, also jetzt wo Winter ist, da kann man wahrscheinlich diesen Park nicht befahren. Und mein Problem ist auch,
Ich hasse Skatehallen über alles. Das ist irgendwie so, ganz viele Skater auf so engem Platz gedrängt und irgendwie die Atmosphäre ist nie so geil wie in einem echten Outdoor-Park. Und deswegen werde ich jetzt wohl ja, die nächsten Monate wieder nicht mehr skaten können, bis der Schnee dann wieder vorbei ist, bis das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird und vielleicht dann probiere ich es einfach nochmal von neuem. Die andere Sache ist natürlich dieses Ding hier. Ja, die Bachelorarbeit ist jetzt auch durch, wieder ein Kapitel quasi abgeschlossen. Technisch gesehen habe ich den Abschluss noch nicht, weil mir fehlt noch eine einzige Prüfung, die ich noch im Februar ablegen werde. Deswegen bin ich noch als Bachelor-Student eingeschrieben. Ich höre jetzt aber auch schon die allerersten Master-Vorlesungen und so weiter. Und habe dann auch noch vor, an derselben Uni, also an der KIT, an dem KIT in Karlsruhe weiter zu studieren. So nochmal für die nächsten, weiß ich nicht, 3 Jahre. Und parallel dazu werde ich wahrscheinlich auch YouTube weitermachen. Wobei man da natürlich auch nie so richtig weiß, wie es weitergehen wird. Jetzt ist gerade 16:30 und da ich heute wirklich so eine Art freien Tag habe, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt gleich wieder weiter streame. Deswegen werde ich jetzt kurz eine Pause machen, kurz was essen, trinken, whatever. Und dann um 17 Uhr denke ich, dass ich weiter streamen werde, werde ich wahrscheinlich den restlichen Abend Craft Attack streamen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Joho, heute mal 3 Minuten vor 17 Uhr. Okay, also früher halt an den König. Ich werde immer besser und besser, würde ich mal behaupten. Ja, ich möchte weiterarbeiten, weiter an der Portierung meiner eigenen Mod und dann gucken wir mal, ob wir das mit Inventory Tweaks auch noch hinbekommen. Wir sehen uns wahrscheinlich später wieder, denn ich habe vor, nachher noch Craft Attack zu streamen, dann schon gleich mit Crafting Keys und Shader oder so. Gucken wir mal, ob das irgendwie zueinander kompatibel ist. Crafting Keys läuft auf der 1.11, das ist also ziemlich geil und deswegen sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das war der heutige Stream. Wir sehen uns wahrscheinlich nachher nochmal. Macht's gut und ciao! Ja, hi, das wäre das gewesen. Ich habe jetzt gerade 2,5 Stunden lang rumprogrammiert und versucht Inventory Tweaks und so abzudaten, damit ich das in CraftTech schon nutzen kann, obwohl der Original-Mod-Ersteller da sich noch nicht drum gekümmert hat. Hat nicht funktioniert. Was aber funktioniert hat, ist das Update von meiner eigenen Mod Crafting Keys auf die 1.11. Das sollte mehr schlecht als recht jetzt tatsächlich funktionieren. Das ist so die erste lauffähige Version, die ich jetzt auch in CraftTech selbst nutzen kann. Und das ist natürlich ziemlich geil. Ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen rumfahren, ein bisschen in die Stadt gehen, kurz ein paar Sachen erledigen und dann bin ich wieder zurück und dann geht die Streamerei gerade weiter. Also sehen wir uns gleich wieder. So, der zweite Stream ist jetzt auch vorbei. So sieht das übrigens aus. Chat und Minecraft und der andere Kram und man sieht die Kamera in der Kamera. Hallo. Ja, so sieht das eben hier aus. Das war es aber auch mit dem heutigen Tag. Der erste Tag nach meiner Abschlusspräsentation. Die nächsten Tage werdet ihr nochmal vlogmäßig was von mir sehen, denn noch eine kleine Reise steht an und so weiter. Ich bin echt froh, dass der ganze Kram vorbei ist und ich jetzt hoffentlich wieder ein bisschen Zeit habe. Alter, guck dir den Chat an. Alles klar, würde ich mal sagen. Alles klar. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns im nächsten Vlog oder in den nächsten Gaming-Videos wieder. Und der Chat ist auch ganz auf eurer Seite. Macht's gut, Leute. Ciao.